So, es sind doch noch ein paar gekommen. Willkommen zur dritten Übung. Schön, dass Sie trotz des schönen Wetters Ihren Weg hierher gefunden haben. Es sind nicht mehr so viele da, aber immer noch genug. Sie werden es nicht bereuen. Also wir beschäftigen uns heute nochmal mit Insertion Sort. Wir bauen da eine kleine Optimierung ein, die wir so in der Vorlesung nicht hatten, um einen Fachbegriff zu motivieren und zu verstehen, den Sie hier in Algorithmen 1 mitnehmen sollen. Dann beschäftigen wir uns noch mit adaptivem Sortieren. An der Stelle versuchen wir zu messen, wie chaotisch eine Liste von Zahlen sein kann, ja, und führen da verschiedene Möglichkeiten ein, das Chaos zu messen, indem wir Anzahl der Inversionen zählen, Anzahl der Runs und Anzahl der Removals, was das genau bedeutet, zeige ich mit Beispielen. Und dann analysieren wir nochmal ein paar Sortieralgorithmen relativ zu diesen, also analysieren den Zusammenhang zu den Zahlen, die wir hier oben dann neu gelernt haben. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der schnellen Mediansuche für Quicksort. Wir werden sehen, dass man, um den Median zu finden, eine Liste nicht erst sortieren muss, sondern dass man den auch so finden kann. Machen wir ein Beispiel. Dann schauen wir an, was in Ihrem Alltag als Informatiker, wie Sie da sortieren werden. Da werden Sie höchstwahrscheinlich keine Sortieralgorithmen selbst schreiben. Da sage ich kurz was dazu. Und am Ende wollte ich mir eigentlich was anhören, da mit Ihnen zusammen was anhören. Da irgendwie das Audiokabel nicht funktioniert, müssen wir das anders machen. Vielleicht klappt es mit dem Mikrofon. Also müssen wir mal ausprobieren nachher. Gut, aber fangen wir erstmal mit Insertion Sort an. Hier ist so ein Beispiel für Sortierschritte in Insertion Sort. Das ist quasi hier, wäre quasi so ein Array, und rot markiert sind immer die Elemente, die schon sortiert sind, und grün ist quasi so ein Zeiger in der Liste. Und hier sieht man quasi hier an der Stelle 1, wir fangen mit einer leeren Liste an, wo am Ende dann quasi die sortierte Liste drin stehen soll, und mit einer unsortierten Liste. Und wir fügen dann schrittweise eben hier an der richtigen Stelle ein. Das Ganze geht auch in Place. Ja, wenn man quasi hier, na gut, hier muss man jetzt nichts vertauschen, aber hier an der Stelle, wenn wir uns hier die 1 anschauen, dann sehen wir, dann bewegen wir die hier nach vorne, indem man hier quasi so einzelne Vertauschungen vornimmt. Ja, also, ups, jetzt bin ich aber schnell. Genau, also hier jetzt zum Beispiel die 1, die würden wir jetzt hier erstmal mit der 7 vertauschen und dann mit der 4, bis an der richtigen Stelle ist. Und so geht das Ganze dann auch in Blaze, also ohne zusätzlichen Speicherplatz zu verbrauchen. Genau, dieses Move AI to the right place, das haben wir hier nochmal ausformuliert. Ja, also das sind hier die paarweisen Vertauschungen, die wir vornehmen müssen. Also wir haben hier diesen einen Cursor, wir gehen einmal bis ganz ans Ende, und wenn wir hier einmal sehen, okay gut, die Invariante wäre jetzt dann verletzt, dann tauschen wir das an die richtigen Stelle, sodass die dann im nächsten Schritt wieder gilt. Ja. Also hier flip, 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 bis wir angekommen sind. Und jetzt beschäftigen wir uns heute mit diesem J größer 1 an der Stelle. Ja. Also wir haben hier zwei Abbruchbedingungen. Das eine ist, wir sind an der richtigen Stelle angekommen. Ja. Und das andere ist, wir laufen nicht übers Ende hinaus. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Mikrooptimierung zu machen, indem wir sagen, wir sorgen dafür, dass an der ersten Stelle immer das kleinste Element der gerade betrachteten Sequenz steht. Wenn das nämlich gilt, hier ist nochmal in grün die Wildschleife von gerade eben, brauchen wir diese Überprüfung auf den Index nicht mehr. Ja? Ich gehe nochmal kurz zurück. Na, zurück ist die andere Richtung. Also hier diese Überprüfung, ja, laufe ich über den Anfang raus, brauchen wir nicht mehr, wenn quasi hier unten
wenn am Anfang immer das kleinste Element steht, und das stellen wir hier außerhalb der Schleife sicher. Ja. Das heißt, wir prüfen das einmal und dann, während wir hier am Flippen sind, prüfen wir das nie, müssen wir das dann nicht mehr prüfen. Dieses A1, über das wir nicht hinauslaufen können, weil die Abbruchbedingung da sowieso schon gilt, nennt man Sentinel-Element. Das ist sozusagen ein Wächter, der dafür sorgt, dass man nicht mehr daran vorbeiläuft. Genau, das kann man an einigen Stellen machen, wenn man eben solche Listen traversiert und eine Abbruchbedingung hat, die irgendwie sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, kann man sich überlegen, ob man dafür sorgt, diese Abbruchbedingung so zu reduzieren, dass sie auf jeden Fall für den Grenzfall gelten. Genau. Also das ist im Prinzip, der Begriff, den Sie mitnehmen sollen, ist Sentinel. Sollten verstehen, warum man sowas macht und wo man den einsetzt. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollen Chaos messen. Das wäre jetzt halt eben hier beim Sortieren ein Maß dafür, wie unsortiert eine Liste ist. Wir haben jetzt hier zwei unsortierte Folgen, so als Motivation. Hier an der Stelle haben wir nur zwei Paare, an denen eine Vertauschung vorgenommen werden muss. Und hier haben wir im Vergleich dazu ein ziemliches Chaos. Und das können wir jetzt messen, wenn wir jetzt die Anzahl der Inversionen zählen. Also wir wollen hier, sagen wir mal, zwei haben, ja, weil hier ist die 2 größer als die 3, also hier gibt es eine Inversion und hier gibt es nochmal eine. Und jetzt definieren wir die Anzahl Inversionen als die Anzahl Paare in so einer Menge. Hallo, schön, dass Sie auch noch hergefunden haben. Die Anzahl Paare, die zu vertauschen sind. Also jetzt können wir im Prinzip hier dieses ziemliche Chaos messen. Wie viel Chaos ist da drin, gemessen in Anzahl der Inversionen? Für die 8 haben wir hier genau 7 Inversionen, ja, weil 8 gehört eigentlich an den Schluss. Ja, also an der Stelle haben wir schon mal 7. Für die 2 gibt es nur eine Inversion mit der 1, ja, sind wir bei 8. Für die 7 gibt es dann wieder 5 Inversionen, weil die 7 größer ist als alle danach folgenden, sind wir bei 13. Für die 1 gibt es hier dann keine Inversionen mehr, das hatten wir hier alles schon. Für die 5 gibt es nochmal 2 und für die 6 gibt es nochmal 2, also sind wir bei 17 Inversionen. Ja? Also Chaoszahl 17, hier Chaoszahl 2, kommt ungefähr hin mit unserer Intuition, also kann man hier verwenden. Zweite Möglichkeit, wenn wir jetzt hier mit Inversionen dran gehen würden, was hätten wir? Da hätten wir jetzt hier Inversionen 6 mal 4, sind 24 Inversionen. Dafür, dass die Folge eigentlich fast sortiert ist, also an der Stelle passt jetzt Inversion, der Begriff der Inversion nicht mehr zu unserer Intuition über die Anzahl oder Menge an Chaos. Das motiviert uns quasi hier nochmal eine zweite Zahl einzuführen. Wir zählen die Anzahl der Runs. Die Anzahl der Runs ist die Anzahl der sortierten Teillisten. Das wäre jetzt hier auch wieder 2. Genau. Eine weitere Möglichkeit, das Chaos zu messen, wäre die Anzahl der Removals zu zählen. Also die kleinste Anzahl an Elementen, die ich rausnehmen muss, damit ich am Ende eine sortierte Liste übrig habe. Das wären hier eben auch 2 an der Stelle. Genau, das heißt, hier zum Beispiel hätte man dann auch, hier hätte man 2 Removals, aber 3 Runs. Inversionen hätten wir, das sind hier 6 und an der Stelle dann nochmal 16 Inversionen, ja, also Inversionen passt da nicht so ganz. Okay, die Idee ist jetzt,
Jetzt können wir ungefähr messen, wie chaotisch eine Liste ist. Können wir jetzt unsere Algorithmen so analysieren, dass wir schauen können, ist die Laufzeit unserer Algorithmen ein bisschen abhängig von der Menge an Chaos, die da drin steckt in der Liste. Ja? Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Also wir haben normalerweise messen wir immer abhängig von der Eingabegröße. Jetzt messen wir also eben n, ja, und da ist die untere Schranke Omega n log n. Jetzt wollen wir mal abhängig von so einer Chaoszahl, irgendwie Anzahl der Inversionen, ne, oder sowas, unsere Komplexität und unsere Laufzeit bestimmen. Genau. Hätten wir alles gesagt, was wir hier auf der Folie haben. Genau, also der Insertion Sort. Insertion Sort, ist der Zusammenhang eigentlich relativ klar, weil beim Insertion Sort bin ich ja tatsächlich einzeln am Flippen. Ja, also ich bin halt an irgendeiner Stelle und dann sortiere ich paarweise ein Element nach vorne. Das heißt, da ist relativ deutlich, dass die Laufzeit von der Anzahl der Inversionen abhängig ist. Und wenn wir jetzt die erwartete Laufzeit bestimmen wollen, in Abhängigkeit von Anzahl der Inversionen, können wir einfach das Problem verschieben, indem wir die erwartete Anzahl an Inversionen in einer Folge berechnen. Dazu nehmen wir uns erstmal alle N-Fakultät-Permutationen her und schauen uns im Prinzip an, ja, wie viele Inversionen sind denn jetzt in den einzelnen Permutationen drin. Also der beste Fall ist, die ist schon sortiert, dann gibt es keine Inversion. Wenn alles umgekehrt sortiert ist, haben wir n über 2 Inversionen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den Erwartungswert dafür ausrechnen können. Wir nehmen uns so eine Zufallsvariable her, die 1 ist. Wenn zwischen i und j eine Inversion in der gegebenen Permutation Sigma ist, und ansonsten ist die 0. Genau, und dann haben wir hier die Gesamtzahl der Inversionen, können wir dann berechnen, indem wir hier einfach die für alle i, j, bei denen i kleiner als j ist, diese Inversionen zusammenzählen. Also wir betrachten hier quasi alle Paare, die nacheinander kommen. Also man muss hier immer noch, also das i kleine j ist entscheidend. Wir laufen aber mit i und j komplett über alle, durch das ganze Quadrat sozusagen. Genau, jetzt wollen wir hier den Erwartungswert rechnen. Der Erwartungswert von der Summe von Elementen ist die Summe des Erwartungswertes der Elemente. Das haben wir unten stehen. Jetzt haben wir im Prinzip das ganze Problem reduziert auf ein einzelnes Paar. Da alle Permutationen gleich wahrscheinlich ist, haben wir hier quasi ein Halb stehen. Das heißt, wir können hier diese Summe, ja, können wir wieder auflösen. Das sind im Prinzip n über 2 mal, kommt hier n über 2 x, i, j haben wir hier quasi drin. Das ist überall ein Halb. Das heißt, wir können das relativ schnell auflösen und sehen dann hier, dass wir was Quadratisches haben. Ja? Also wir haben ja auch beim Insertion Sort auch abhängig von den Inversionen einen quadratischen Zusammenhang. Ja, das wollte ich mal zeigen. Beim Merge Sort ist es ein bisschen schöner. Genau, also wenn wir Merge Sort in Abhängigkeit von Runs stellen, können wir uns echt vorstellen, ein gutes Ergebnis zu kriegen, gerade bei der Liste. Ja, da müssen wir im Prinzip eigentlich nur einmal teilen. Wenn wir es noch richtig, naja gut, vielleicht zweimal, je nachdem, wo die Null hinfällt. Auf jeden Fall können wir bei Merge Sort sagen, wir gucken erstmal, ist das überhaupt ein Run? Also ist das schon sortiert? Dann brauchen wir gar nicht mehr weiter aufteilen. Merge Sort haben Sie im Kopf, oder? Also so, ich teile quasi auf, bis ich irgendwie nur noch einelementige Listen habe, die sortiert sind, und dann merge ich wieder. Ne? So, das heißt, hier teile ich einfach nicht mehr weiter auf, wenn ich sehe, ich habe einen Run. Genau, das heißt,
Wir haben hier was in Abhängigkeit von Runs. Jetzt wollen wir nochmal irgendwie, ja, jetzt gibt es ja nochmal eine kleine Rechnung. Wir wollen uns ausrechnen, wenn wir jetzt wirklich wieder alle Permutationen betrachten, wie viele Runs gibt es denn da? Also, genau, und definieren wir uns hier erstmal hier so ein Hash K, das ist die Anzahl der Permutationen mit K Runs angibt. Das N ist festgegeben. Nicht festgegeben, aber genau. Das heißt, wir haben hier, also wir sehen hier zum Beispiel 3 Runs. Ja. Jetzt gucken wir, genau. Also quasi unser kleinster Fall ist quasi, wir haben 1 Run. Unser Worst Case ist quasi, wir haben N Runs. Ja. Das ist quasi, wenn alle umgekehrt sortiert sind. Ja, das heißt, so unsere Grenzfälle kommen einmal vor. Und jetzt teilen wir quasi auf in solche Partitionen, Sharp K. Ja, jetzt nehmen wir hier, also wir haben hier 1 Run, ja, sortiert. Dann gucken wir, was hat alles 2 Runs. Das sind dann n verschiedene. Ja, so quasi alle Möglichkeiten, eine Liste einfach zu vertauschen, sodass man 2 Runs hat. Und die legen wir jetzt alle nebeneinander. Ja, also wir haben auf der einen Seite die sortierte Liste, auf der anderen Seite die inverse Liste und dazwischen gibt es im Prinzip die Anzahl der Runs und da packen wir unsere Permutationen so rein. Genau, also es ist im Prinzip so eine Art und Weise, jetzt die Permutationen zu ordnen in Teilmengen und wir sehen, dass es hier so eine Bijektion gibt, ja, also es ist genau spiegelbildlich, das ist hierher geleitet. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, hier kommen alle mit 1 Run rein, hier kommen alle mit 2 Runs rein, hier kommen alle mit 3 Runs rein, dann ist es genau von der Anzahl her invers zu dem, wenn ich sage, hier kommen alle mit n Runs rein, mit n minus 2 Runs, mit n minus 3 Runs, spiegelt sich genau. Und das ist hier hergeleitet, das sieht man dann hier unten, das bedeutet das, wenn hier steht sharp k gleich sharp n minus k plus 1. Und dann haben wir, mal kurz hergehen. Genau, jetzt wollte ich den Erwartungswert, will ich eben ausrechnen und diesen Zusammenhang, dass es quasi gespiegelt ist, den brauche ich jetzt gleich, das war jetzt nur Vorarbeit. Also was haben wir jetzt? Die Erwartungswert für die Anzahl der Runs ist die Summe mal der Auftrittswahrscheinlichkeit einer bestimmten Permutation mal der Runs in dieser Permutation, also die Anzahl der Runs da drin. Und das haben wir im Prinzip genau ausgerechnet. Das ist im Prinzip hier für genau, also Sharp K ist im Prinzip ist ja die Anzahl der Elemente mit K-Runs. Das ist immer relativ zu der Gesamtzahl der Elemente. Also Elemente, damit meine ich Permutationen. Ja. Und das im Prinzip multipliziert mit dem jeweiligen K, das wäre dann der Erwartungswert. Genau, das kann ich jetzt natürlich dann auch nochmal ändern. Also ich kann dieses Sharp K kann ich ersetzen, weil wir hatten ja schon gesehen, das ist symmetrisch, also quasi nochmal der gleiche Term von der anderen Seite ausgedrückt. Und dann genau, und dann kann man im Prinzip hier ausrechnen. Der Trick an der Stelle ist jetzt, dass ich jetzt hier zweimal den Erwartungswert ausrechne und beide Darstellungen verwende. Einmal die Darstellung mit diesem Hash K und einmal die Darstellung mit diesem Hash N minus K. Das ist genau im Prinzip noch von der anderen Seite betrachtet. Da ich hier eine Äquivalenz habe, kann ich an der Stelle auch noch, aber nochmal zurücktauschen. Also hier benutze ich dann auch nochmal die Äquivalenz. Und dann bekomme ich einen ganz netten Term hin. Ja. So, das heißt, hier am Ende habe ich dann sowas da stehen. Da kommt ein linearer Zusammenhang raus. Genau. Ja, ich glaube, jetzt wird es aber spannender. Splitsort. Splitsort ist mal ein ganz anderer Algorithmus. Haben Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Hier teilen Sie erstmal das Array A in 3 Arrays auf.
Und sie gehen im Prinzip an diese, über diese Removals bzw. Inversionen. Ja? Also wir gucken uns quasi an, wo sind die Abstiege. Quasi am Ende von jedem Run gibt es ja immer so einen Abstieg. Und überall da, wo ein Abstieg ist, nehmen wir das große Element, packen es in AG, das kleine Element und packen es in AS. Und dann haben wir am Ende drei Folgen. Gucken wir uns das mal an. Also, wo sind die Abstiege? Ein Abstieg ist hier nach dem dritten Element. Ein Abstieg hier nach dem sechsten. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Elemente, die wir hier rausnehmen wollen. Das eine, die großen, kommen in AG und die kleinen kommen in AS, in die Menge AS rein. So, bis dahin ist jetzt quasi sortiert, jetzt bleiben in A übrig alle grünen. Ja? Also die grünen Säulen verbleiben in A und dann gucken wir wieder, wo sind die Abstiege? Und jetzt haben wir die Abstiege, den Abstieg zwischen diesem ursprünglich mal fünften, jetzt dritten Element und dem darauf folgenden grünen Element, das deutlich kleiner ist. Genau, jetzt sind sie auch im Prinzip markiert, also das größere ist jetzt blau geworden, das kleinere rot. Die entfernen wir aus dieser Liste und packen sie in unser AG bzw. AS und am Ende, na, dann gibt es keine Abstiege mehr, das heißt der Rest verbleibt in A. Am Ende ist im Prinzip A eine sortierte Liste übrig geblieben und für den Rest machen wir dann nochmal das Gleiche. Also dann kommt im Prinzip die Rekursion. Na, dann machen wir hier nochmal Split damit und Split damit, bis wir im Prinzip bei einer sortierten kleinsten Liste der Größe 1 angekommen sind. Und dann geht es im Austritt aus der Rekursion, gibt es dann nach oben hin wieder Merge-Operationen. Und dann haben wir eine sortierte Liste. Genau, das ist im Prinzip Split-Sort. Das, was habe ich gelesen, asymptotisch optimal ist bezüglich Removals und Inversionen. Genau. Jetzt kommen wir zur schnellen Mediansuche für Quicksort. Das ist neu, das hatten ihre Tutoren hatten das noch nicht in der Übung, die haben jetzt gerade schnell mal aus dem Boden gestampft, weil man tatsächlich den Median relativ effizient bestimmen kann. Nochmal eine kurze Wiederholung zu Quicksort. Die Laufzeit von Quicksort ist ja abhängig von dem Pivot-Element. Ne? Also ich nehme ja immer so ein Pivot-Element raus und dann betrachte ich quasi auf der einen Seite alle, die kleiner sind und auf der anderen Seite alle, die größer sind als mein Pivot-Element. Dann habe ich das Problem schön zerteilt in zwei Teilprobleme und dann mache ich das Ganze wieder so lange, bis ich ein triviales Problem habe und führe dann die Lösungen zusammen am Ende. Und hier hängt die Laufzeit ganz stark davon ab, was für ein Pivot-Element ich habe. Ja, also wenn ich immer das Minimum oder das Maximum erwische, habe ich an der Stelle die Worst-Case-Laufzeit, ja, weil ich quasi immer wieder, also weil ich die Liste jedes Mal im Prinzip nur um eins verkleinere. Der Best-Case, die N-Log-N-Laufzeit, den kriegen wir leider nur, wenn wir jedes Mal auch wirklich den Median erwischen. So, wenn wir jetzt aber anschauen, der Median ist das mittlere Element der schon sortierten Liste, könnte man den Trugschluss, also könnte man schlussfolgern an der Stelle, dass das nicht möglich ist. Ja? Wir sind gerade beim Sortieren und sollen jetzt schon irgendwie wissen, was jetzt der Mittelpunkt der sortierten Liste ist. Geht aber auch ohne zu sortieren. Also wenn man sich überlegt, es muss ja nicht die ganze Liste sortiert sein. Ich muss nur wissen, die Hälfte ist kleiner und die andere Hälfte ist größer. Ja, aber die müssen nicht sortiert sein. Das heißt, es ist schon irgendwie weniger Aufwand. Und wie man jetzt dahin kommt, das möglichst effizient zu suchen, da gehen wir jetzt mal schrittweise ran. Also wir suchen das Element mit Rang n halbe. Ich habe jetzt mal irgendwie da noch solche Klammern drum gesetzt, damit es eben gerade wird, falls wir einen ungeraden Fall haben. Aber im Prinzip suchen wir das mittlere Element
Und wir haben jetzt hier einen Algorithmus Select, der bekommt diesen Rang mit rein. Und der ist rekursiv, also den Rang passen wir unter Umständen jetzt nochmal an, aber schauen wir mal erst, wie es weitergeht. Wir müssen auch hier erstmal ein Pivot-Element suchen bei diesem Algorithmus. Machen wir mal, suchen wir also im Prinzip zufällig ein Element raus. Und was machen wir jetzt? Jetzt teilen wir auf, auch wieder so wie bei Quicksort selber. Wir teilen auf in eine Liste von kleineren Elementen und eine Liste von größeren Elementen. Und dann gucken wir am Ende, ja, das geht linear, ne? Einmal alle durchvergleichen, zack, aufgesplittet. Wenn jetzt die Länge der Liste der linken, also der kleineren Liste, also ich sehe hier, also L ist quasi die Liste der kleineren Elemente, R ist die Liste der größeren Elemente. Wenn die Liste der kleineren Elemente jetzt so groß ist wie unser R, dann haben wir es genau gesplittet, dann kennen wir schon unseren Median. Wenn jetzt das L aber größer ist, ja, dann haben wir irgendwie, was weiß ich, weiter hinten gesplittet, dann lassen wir R weg, ja, dann schauen wir uns nur noch L an. Und das ist im Prinzip der Trick dabei, dass wir hier ein ganzes Stück einfach wegfallen lassen können, dass wir nicht mehr in der Medianberechnung berücksichtigen, weil wir im Prinzip nach diesem bestimmten Rang suchen. Wenn jetzt unser rechtes Stück größer ist als das linke Stück, dann müssen wir im rechten Stück nach dem Median suchen. Da müssen wir dann nochmal das R anpassen, ja, weil es ist ja dann nicht mehr an Rang n halbe, sondern an einer früheren Stelle, weil wir links schon was weggeschnitten haben. So. Genau, also im Worst Case kriegen wir da jetzt ja, noch nichts so Überzeugendes hin, weil wir immer noch so eine komische Pivot-Element-Geschichte da drin haben, die eben einfach im Worst Case immer nur an der Seite ein Scheibchen abschneidet, wodurch die Rekurrenzgleichung im Prinzip so aussieht. Ja, also wir haben immer irgendwie so Aufwand O von N hier, um das, die Liste zu zerteilen und dann eben im Worst Case einfach L minus 1. Ja, das heißt, wir haben hier N log N als Laufzeit und das möchten wir gerne besser haben. Jetzt analysieren wir mal, was hier, gucken wir mal, was wir machen können. Also zum einen können wir eine erwartete Laufzeit ausrechnen, die besser aussieht. Wie machen wir das? Wir überlegen uns Folgendes, das ist jetzt ein Trick. Wenn wir so eine Liste haben, ja, dann überlegen wir uns, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt eigentlich das Pivot-Element in den Rändern. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt es in der Mitte. Ja? Das heißt, wir nehmen jetzt die Ränder von der sortierten Liste, also quasi 25% auf der einen Seite und 25% an der anderen Seite und schneiden die ab. Und dann können wir sagen, okay, also das Pivot-Element, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unser Pivot-Element in diesen Rändern liegt, ist 50%. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nicht in diesen Rändern liegt, ist auch 50%. Ja? Das haben wir schön aufgeteilt. So. Und damit machen wir weiter. Also wir modifizieren jetzt die Rekurrenzgleichung von da oben und sagen dann, eigentlich haben wir diesen Worst Case nur in 50% der Fälle, da liegt es irgendwo am Rand, ja, ohne das jetzt genauer zu sagen, aber halt eben in den Rändern, in denen der Worst Case auch liegt. Und in 50% der Fälle liegt es irgendwo in der Mitte und da kann ich quasi mindestens ein Viertel wegschneiden. Ja. Da ich quasi hier immer aufteile, quasi in links und rechts, schneide ich im Prinzip mindestens ein Viertel weg von meinen n. Das heißt, ich habe hier in der Rekurrenzgleichung 3/4 n stehen. Ja, das wäre quasi, wären die anderen 50% der Fälle für die erwartete Laufzeit jetzt. Jetzt kann ich das Ganze nochmal weiter nach oben abschätzen, indem ich sage, okay, das minus 1 nehme ich jetzt hier raus und dann ziehe ich das auf die andere Seite. Ja. Dann steht im Prinzip sowas da, hier ist immer noch, steht noch das Gleiche. Wir sind bei Zeile 4. Und in Zeile 5, genau, die ist im Prinzip so entstanden, dass man jetzt einfach nochmal mit 2 durchmultipliziert, dass dieses 0,5 verschwindet. O von n mit 2 multiplizieren, ja, also geht dann halt unter, ja, ist immer noch linear. Genau. Und was wir jetzt im Prinzip sehen, ist, wir
teilen das N stärker auf, als wir den Suchraum, als wir rekursive Calls haben, wodurch wir jetzt dann laut Master-Theorem eben dann eine lineare Laufzeit bekommen. Genau, also erwartete lineare Laufzeit ist schon mal echt gut. Können wir das auch deterministisch machen? Ja, das geht, das werde ich kurz anreißen, aber jetzt dann nicht beweisen, weil das ein bisschen komplex war. Also, wir können dafür sorgen, dass das Pivot-Element nie in dem ersten und dem letzten Viertel liegt. Und das ist jetzt auch nochmal ein toller Trick. Wir handeln uns da ein paar große Konstanten ein, aber wir kommen am Ende dann auf eine Linearzeit. Und zwar gehen wir so vor, dass wir diese ganze Liste in Fünferblöcke unterteilen. Ja? Also wir nehmen solche Blöcke von fünf Elementen und sortieren jeden dieser Blöcke. Ein Block zu sortieren, der eine feste Länge von 5 hat, ja, das braucht eine konstante Laufzeit. Ja? Also wir haben hier, kann man nachschauen, 7 Vergleiche braucht man, um so einen Block von 5 Elementen zu sortieren, dann sind wir fertig. Das heißt, wenn wir jetzt jeden dieser Blöcke sortieren, haben wir im Prinzip in Linearzeit alle Blöcke sortiert. Ja, also genau, wir haben n Fünftel Blöcke mal 7 Vergleiche. Das heißt, wir haben n Fünftel Fünfer Blöcke sortiert. Jetzt nehmen wir aus jedem dieser Fünferblöcke das mittlere Element raus. Ja? Das heißt, dann haben wir alle Mediane jeden Fünferblocks. Und was wir dann brauchen, ist den Median. Okay, das ist jetzt rekursiv. Und deswegen ist es auch schwer zu analysieren, ja? Weil wir jetzt an der Stelle von allen Medianen auch wieder den Median brauchen und dann kommen wir quasi wieder bei unserer anderen Funktion an. Allerdings kann man zeigen, dass wir dann eine lineare Laufzeit haben. Ja. Genau. Ja, so viel zu Algorithmen heute. Jetzt wird es ein bisschen entspannter zum Schluss hin. Normalerweise schreiben Sie keine Sortieralgorithmen in der Praxis. Sortieralgorithmen eignen sich gut, um Konzepte der Algorithmik zu verstehen und einzuführen. Allerdings werden Sie in der Praxis wahrscheinlich hochoptimierte Sortieralgorithmen aus der Laufzeitbibliothek Ihrer Wahl aussuchen. Wir haben hier zum Beispiel in C++ ist implementiert eine Mischung aus Quicksort, Heapsort und InsertionSort. Das Kommando hierfür heißt StandardSort und Sie geben hier 2 Iteratoren auf eine Liste rein. Es gibt auch einen stabilen Sortieralgorithmus, sieht man hier nochmal. Können Sie nachschauen im Internet. Java hat 2 verschiedene Sortieralgorithmen. Da haben auch, da gab es auch Beweise dazu. Da haben auch Mitarbeiter von unserer Fakultät mitgearbeitet. Das sind hier die Links, könnt ihr auch mal nachschauen, was es dazu gibt in Java. Und das ist im Prinzip eigentlich in der Praxis das, was Sie dann auch verwenden werden. Genau. Zum Schluss nochmal was Fröhliches. Timo Bingmann, oben bei Sanders, können Sie mal besuchen, gucken, wie er aussieht. Der hat hier das The Sound of Sorting verfasst. Das ist und visualisiert. Kann man sich bei YouTube anschauen. Leider konnte ich den Klang jetzt nicht anstellen. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Hört man das?
Ist jetzt egal, gucken Sie es zu Hause an. Im Prinzip ist es aber schon mal ganz interessant zu sehen, wie das dann tatsächlich im Speicher aussieht, wenn man so einen Algorithmus laufen lässt. Quicksort sieht man hier. Genau. Hier auch wieder, wie der Suchraum schön aufgeteilt wird. Kommt noch was? Merge Sort, genau, den hatten wir doch auch gerade. Merge immer wieder hier. Ja, man sieht im Prinzip, wie das im Speicher sieht es ein bisschen anders aus. Man kann den Rekursionsbaum nur erahnen. Wenn man es hier so sieht, geht es halt von links nach rechts. Genau. Also, auf das wollte ich Sie mal aufmerksam machen. Schauen Sie selber, da gibt es noch mehr. Ja, ich bin noch eine Weile da. Falls Sie Fragen haben, kommen Sie her. Das war's für heute.